So, hallo Freunde, heute sitze ich hier bei dem Professor Dr. Hughes, dem Geschäftsführer von der IREBS, der International Real Estate Business School. Und wir sprechen heute über das Thema des demografischen Wandels, denn ich habe festgestellt, und wahrscheinlich habt ihr es auch festgestellt, es wird immer schwieriger in den Großstädten Deutschlands gescheite, renditestarke Immobilien zu finden. Daher gehen immer mehr Investoren raus aufs Land, kaufen in schlechteren Lagen Immobilien. Und jetzt die Frage, ist das denn überhaupt sinnvoll, irgendwie so rauszugehen? Wie schaut es denn aus mit dem demografischen Wandel? Kann man da langfristig Schwierigkeiten bekommen? Der demografische Wandel ist meiner Ansicht nach unaufhaltsam. Nicht jede Facette, weil wir können ja Teile des demografischen Wandels durch Zuwanderung kompensieren. Aber mit der Macht einer Gletscherbewegung wird er sehr viele Regionen erfassen, hat er auch schon erfasst. Ja. Und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Es lohnt den demografischen Wandel aber tatsächlich in seine Komponenten zu unterteilen. Das eine ist die reine Zahl der Einwohner. Die reine Zahl der Einwohner in Deutschland, da haben wir vor 15 Jahren geglaubt, das fängt schon an zu schrumpfen und wird stetig immer stärker erodieren. Diese Annahme war falsch, weil wir die Möglichkeit der Zuwanderung unterschätzt haben. Wir, das waren quasi alle Bevölkerungsprognostiker, die sich damals beteiligt hatten. Ja. Der zweite Komponente ist die Alterung. Die Alterung liegt daran, dass wir erstens gesünder leben, wir arbeiten nicht mehr so gefährlich und dementsprechend, wir haben auch bessere medizinische Versorgung, erreichen mehr Leute ein hohes Alter jenseits der 80. Die Lebenserwartung in Deutschland ist stetig gestiegen. Dieser Teil wird nicht aufhören. Gleichzeitig haben wir seit 40 Jahren zu wenig Kinder. Mit rund 1,4, 1,5 Kindern liegen wir deutlich unterhalb dessen, was wir eigentlich ohne Zuwanderung an Kindern bräuchten, um die Zahl der Einwohner stabil zu halten. All das führt dazu, dass die Alterung zunehmen wird. Und der dritte Teil der demografischen Veränderung ist, wo wollen die Leute denn in Deutschland wohnen? Selbst wenn wir sagen, die Zahl der Einwohner hat sich zwar in den letzten Jahren wieder erhöht, dann hat sie ja nicht gleichförmig in ganz Deutschland erhöht, sondern sie hat sich vor allem in den Ballungsregionen erhöht, in Universitätsstädten erhöht und sie hat sich eben nicht in den peripheren Lagen erhöht. Dort ist sie trotz der starken Zuwanderung teilweise sogar deutlich zurückgegangen. Mhm. Und deswegen müssen wir diesen demografischen Wandel meiner Ansicht nach unterteilen in was bedeutet die Alterung und was bedeutet die regionale Verteilung. Und da haben Sie vollkommen recht. Wir sollten jetzt schon darüber nachdenken, wenn mitten im Aufschwung, mitten in einer Phase, wo viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, wir Regionen haben, wo keine Menschen wohnen möchten, dann wird das mit Sicherheit in 20 Jahren oder in 10 Jahren nicht einfacher, weil dann wird der demografische Wandel, die Alterung diese Region noch mehr belastet haben. Dann werden wir uns nicht darauf verlassen können, dass wir noch mal 10 Jahre Aufschwung haben. Und dementsprechend muss man bei seinen aktuellen Renditekalkulationen berücksichtigen, wie viel Leerstand könnte ich denn in meinen Objekten vertragen und ist das, wenn ich das berücksichtige, eigentlich dann immer noch eine auskömmliche Rendite. Und es kann passieren, dass wenn ich einen Leerstand habe und ich ihn nie wieder vermiete, dann habe ich tatsächlich nur vorübergehend eine annehmliche Mietrendite gehabt und nicht dauerhaft. Okay. Welche sind denn solche Regionen Deutschlands, wo Sie sagen würden, hier ist es besonders aufzupassen? Also zum Beispiel Brandenburg würde ich jetzt sagen, da ist rückläufig. Und wie schaut es denn so aus? In welchen Regionen würden Sie sagen, ist es schwierig? Es gab früher immer die Daumenregel, dort wo die letzte S-Bahn- oder U-Bahn-Station innerhalb eines Metropolraumes stoppt, dort haben wir sozusagen keine Sorgen. Ich glaube, diese Daumenregel ist immer noch gut. Allerdings können wir gerne berücksichtigen, dass sich infrastrukturelle Anbindung verändern kann. Ich glaube, heute ist die verkehrliche infrastrukturelle Anbindung immer noch sehr wichtig. Ja. Aber wir haben zwei andere Komponenten, die in den letzten Jahren infrastrukturell an Bedeutung gewonnen haben. Das eine ist das Thema technische, also vor allem Anbindung ans Internet. Und das zweite ist die soziale Infrastruktur, Versorgung mit Kita-Plätzen, Krankenhäusern,
Und all das, was für uns den Alltag notwendig macht, wenn wir, sagen wir mal, eine Familie großziehen wollen und beide Eltern erwerbstätig sein möchten. Mhm. Wenn wir dann keinen Kita in dem Dorf, in der Dorfgemeinschaft haben, dann wird das schwierig, wenn beide Eltern in die Kernstadt pendeln und die Kinder nicht mitnehmen können. Mhm. Oder die Kinder nicht vor Ort versorgt werden müssen können. Also all diese Dinge erschweren es, sozusagen in der Peripherie jungen Familien eine Bleibe zu gewähren. Also diese drei Komponenten, wie gut ist die infrastrukturelle Anbindung verkehrlich an Kernstädte, wo Arbeitsplätze angeboten werden. Wie ist die soziale Infrastruktur? Und das Dritte ist, ich glaube, Sie werden noch dazu kommen, aber meinen Sohn da irgendwo zu begeistern, du hast aber kein WLAN, wird schwierig. Also deswegen ist dieser Punkt, wir haben schnelle Netzwerke überall in Deutschland, ein ganz wichtiger Punkt, damit wir Regionen nicht abkoppeln. Welche Bundesländer das dann sind, das ist dann fast schon nachgelagert, weil das kann sein, dass sie von Brandenburg relativ zügig in ja, größere Kernstädte kommen, natürlich Berlin allen voraus. Mhm. Sie könnten aber auch eine Story erzählen können innerhalb Brandenburgs, dass sie relativ schnell an die Küste kommen können, dass sie innerhalb vielleicht Mecklenburg-Vorpommern an die Seenplatte kommen. Das kann ja ebenfalls charmante Lösungen sein für kleinere Regionen. Aber sie brauchen immer diese Story. Wo wollen Menschen dauerhaft leben? Ja. Das sind Arbeitsplätze in Kernstädten und Senioren zieht es tatsächlich raus dahin, wo es schön ist. Ja. Gerade, ich bin ja auch sehr viel am Reisen, stelle ich immer wieder fest, dass in Deutschland die Internetanbindung gar nicht so gut ist, wie man immer denkt. Also zum Beispiel beim Handy, wenn man beim Autofahren telefoniert, da bricht es echt oft ab, selbst auf der Autobahn. Also das kann es eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach. In anderen Ländern, zum Beispiel in Südkorea oder so, da ist ein Internetausbau viel schneller vorangekommen in den letzten Jahren. Viel schneller, viel verlässlicher und tatsächlich auch mit der Geschwindigkeit deutlich höher. Mein liebstes Beispiel war, war mit meiner Frau wandern auf dem Gelben Berg im Huangshan in China. Ja. Das sind diese wunderschönen nebelverhangenen Bilder, die man auf der, in der chinesischen Kunst erkennt. Sieht tatsächlich so aus. Ja, okay. Magnolienbaum, ein kleiner Baum. Also lohnt sich dorthin zu gehen. Wunderhübsch, ja. Und oben hatten wir WLAN. Okay. Damals hatten wir am Frankfurter Bahnhof noch kein WLAN. Und ja, das kann doch nicht sein. Also es ist ja gar nicht mal eine Frage, dass wir weit in der Peripherie kein verlässliches WLAN haben. Ja. Selbst wenn Sie im ICE zwischen den Kernstädten hin und her fahren, haben Sie kein verlässliches WLAN. Ja. Das heißt, der Netzausbau in Deutschland ist tatsächlich viel zu langsam. Die Geschwindigkeiten sind zu gering. Und das erschwert es natürlich gerade den Regionen, die sowieso keinen Funde haben, mit denen sie wuchern könnten. Ja, da bleibt nur noch, bei uns können sie günstig wohnen. Das ist nicht zwingend dauerhaft stabil. Macht es dann vielleicht auch Sinn, bezüglich des demografischen Wandels, den auch mal international zu betrachten und zu sagen, okay, als Investor macht es vielleicht mehr Sinn, sogar im Ausland zu investieren? Ich glaube, wir stehen in Deutschland ja gar nicht so schlecht da. Wir haben in Deutschland einen riesengroßen Vorteil, dass wir sehr viele Städte haben, in die sich eine Investition lohnen könnte. Wir haben sehr viele Universitätsstädte, wir haben sehr viele Mittelzentren. Und dann gibt es noch diese kleinen, ich sag mal, schwäbischen Weltmarktführerstädtchen, in die man auch investieren könnte. Die gibt es in Frankreich, in Großbritannien, nicht in dieser Zahl. Mhm. Das heißt, wenn Sie nach Frankreich schauen, weil Sie glauben, da haben Sie ein demografisch günstigeres Umfeld, da haben Sie in allererster Linie Paris. Danach kommt eine ganze Weile nichts, danach kommt wieder nichts und dann kommt irgendwann Lyon und Marseille. Mhm. Und dann kommt wieder nichts. Das heißt, natürlich gibt es da viele, viele hübsche Städte, aber diese Dichte an möglichen Investitionszielen wie in Deutschland gibt es nicht. Es fehlt auch in Spanien und es fehlt auch in Großbritannien. Aber natürlich gibt es weltweit viel mehr Länder mit einer demografisch günstigen Prognose. Was bemerkenswert ist, wir haben in den letzten Jahren immer ganz gerne nach Asien geschaut. Asien ist sehr teuer geworden in der Immobilieninvestition. Wahrscheinlich müssen wir mit Perspektive die nächsten 20, 30 Jahre uns damit anfreunden, regelmäßig mal nach Afrika zu schauen. Ja. Natürlich jetzt nicht Ihr ganzes Geld, was Sie haben, in Afrika investieren, aber die demografischen Perspektiven sind günstig, die machen sich auf den Weg, die können sozusagen technologisch, so ähnlich, wir haben Südkorea angesprochen,
die Emerging Markets von vor 20 Jahren, die haben sozusagen eine infrastrukturelle Technik übersprungen und sind gleich in der mobilen Welt gelandet. Das können die Afrikaner ebenfalls. Das wird keine Story sein für jedes einzelne afrikanische Land, wird auch nicht keine Story sein für jede einzelne afrikanische Investition. Aber das ist zumindest ein Kontinent, der sehr, sehr schnell wächst, wo viele Länder deutlich schneller ökonomisch wachsen, aber vor allem von der Bevölkerungszahl viel Dynamik mitbringen. Aber es ist natürlich immer noch ein Hochrisiko-Investment. Ja, dann kann man quasi in Afrika direkt von dem Kabel auf 5G überspringen. Ja, ob es 5G sind oder nicht. Aber, und ein Punkt, der natürlich ebenfalls richtig ist, Donald Trump zum Trotz, die USA haben ebenfalls eine viel günstigere Bevölkerungsprognose als die allermeisten europäischen Staaten. Das ist nicht nur Geburtenhäufigkeit, sondern auch Zuwanderung. Auch da, wie gesagt, trotz aller Presse, die wir über Amerika aktuell lesen, dass sie sich abschotten würden. Sie schotten sich gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen ab, aber sie sind sehr offen gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen. Das heißt, die USA werden wahrscheinlich dauerhaft ebenfalls eine vorteilhafte demografische Prognose haben. Okay. Und dann muss man regelmäßig eben auch amerikanische Investments prüfen können. Mhm. Und mal angenommen, jetzt der ein oder andere Zuschauer hat vielleicht in einer Randlage ohne S-Bahn-Anschluss investiert. Wie kann man sich dann langfristig davor schützen, irgendwie einen Leerstand zu haben? Würden Sie dann sagen, jetzt schnell verkaufen noch, solange es möglich ist? Oder? Jedes Objekt verdient eine eigene Betrachtung. Mhm. Also der Volkswirt ist sozusagen nicht zwingend der bessere Immobilieninvestor. Die volkswirtschaftliche Analyse, die demografische Analyse hilft uns sozusagen, ein grobes Raster über Deutschland zu legen. Aber in jedem einzelnen Rasterpunkt kann man interessante Investments tätigen. Man muss sich halt genauer damit beschäftigen. Was man beachten sollte ist, wir werden in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall mehr Nachfrage nach energetischer Effizienz haben. Das heißt, wenn Sie ein energetisch effizientes Gebäude haben, ist das eine Versicherung. Ich glaube nicht daran, dass Sie sozusagen ein Rendite-Plus gegenüber heute realisieren werden, aber Sie haben eine Versicherung gegen ein Rendite-Minus in der Zukunft. Dementsprechend ist ein energieeffizientes Haus sinnvoll. Danach kann man sagen, habe ich ein flexibles Gebäude? Also ich nenne das immer, haben Sie eine Flexibilitätsprämie, die Sie mit dem Gebäude erzielen können. Wie schnell können Sie aus diesem Gebäude etwas anderes machen? Mhm. Können Sie aus dem Gebäude möglicherweise eine Seniorenwohnung machen? Mhm. Ist es ein barrierearmes Investment? Ist es vielleicht sogar möglich, dass Sie aus diesem Objekt eine andere Mischung, vielleicht mal ein Hotel bauen dürften, könnten? Das heißt, hier geht es um Barrierefreiheiten und sonstige technische, aber auch juristische Flexibilität, die Sie in dem Objekt haben. Naja, und dann sollten Sie sich natürlich mit Ihren Mietern auseinandersetzen. Mhm. Ist das ein gewerblicher Mieter? Wenn es ein gewerblicher Mieter ist, was ist sein Hauptgeschäftszweck? Ist dieser Geschäftszweck auch in 20 Jahren noch vorstellbar, dem Grunde nach? Oder haben wir hier vielleicht ein Geschäftszweck, der jetzt schon sozusagen in den Strukturwandel hineinragt. Mhm. Also alles das, wo wir heute schon wissen, dass Computer das besser machen können, schneller machen können als Menschen, dann können wir davon ausgehen, dass das in 10 Jahren, 15 Jahren höchstwahrscheinlich noch mehr Computer bedienen können. Das heißt, wenn man dieses sich mit dem Objekt beschäftigt, mit den Mietern beschäftigt, dann kann man natürlich auch in Randlagen investieren. Aber man muss sich etwas genauer damit auseinandersetzen. Und wie gesagt, den Dreiklang Energieeffizienz, Effizienz der Mieterstruktur und dann eben Gebäudeflexibilität, das ist eine Versicherung. Wenn Sie das nicht machen, dann kann Verkauf tatsächlich rechtzeitig jetzt eine gute Alternative sein. Okay, dann wird wahrscheinlich ein Aufzug auch relevant sein in so einem Gebäude, gerade für Senioren. Alle die Sachen, die in einer alternden Bevölkerung das lange Verbleiben der Mieter gewährleistet, ist eine Versicherung gegen demografische Risiken des Alterns. Okay, wie schätzen Sie die Wertzuwächse ein in den Großstädten? Wird das so weitergehen, Ihrer Meinung nach? Oder sind wir langsam mal an der Spitze des Eisbergs angelangt? Ich glaube, da lohnt es sich zu unterscheiden. Haben wir Gewerbe oder Wohnen? Fangen wir mit Wohnen an. Ja. Die Preissteigerungen in den letzten Jahren wurden getrieben durch zwei Aspekte. Das eine war tatsächlich eklatanter Nachfragezuwachs.
Also die Mieten sind ja sehr deutlich gestiegen. Also müssen auch die Preise steigen, weil die Preise sind nichts anderes als zukünftig erwartete Mietströme auf heute heruntergerechnet. Mhm. Also wenn die Mieten heute schon steigen, dann ist es plausibel, dass Investoren davon zumindest ausgehen, dass die Mieten stabil bleiben auf einem hohen Niveau. Und dann müssen auch die Preise steigen. Das erklärt aber nicht den Preisanstieg der letzten Jahre komplett. Der zweite Punkt, der eine Rolle gespielt hat, war natürlich die niedrigen Zinsen. Die niedrigen Zinsen haben eine bessere Finanzierung ermöglicht, Fremdkapitalhebel ausnutzen war möglich. Sie haben aber auch viele institutionelle Investoren aus Kapitalanlageprodukten in Immobilien getrieben. Ich nenne das immer sozusagen eine rationale Übertreibung. Mhm. Also institutionelle Anleger suchen sehr gerne schnelle, flexible, sichere Investments. Wenn es dafür aber nur noch 0% Rendite gibt, dann brauchen sie, um ihren Geldgebern eine stabile Cashflow-Rendite zu geben, ja irgendeine Alternative. Und deswegen sind sie in die Immobilie gegangen. Dementsprechend haben die niedrigen Zinsen sowohl auf der Finanzierungsseite als auch aufgrund der fehlenden Anlagealternativen Investoren in die Immobilie getrieben. Und deswegen sind die Preise ebenfalls hochgegangen. So, wie geht's weiter? Ich glaube nicht, dass wir bei Wohnen am Ende der Mietsteigerung angekommen sind, aber die Mietsteigerung wird deutlich runterkommen. Es wird etwas mehr gebaut, aber vor allem wird weniger Zuwanderung in die Städte erfolgen. Bei Gewerbe hängt das maßgeblich am Tropf der globalen Gesamtwirtschaft. Mhm. Solange die Weltwirtschaft wächst, werden wir davon profitieren. Hört die Weltwirtschaft auf zu wachsen, haben wir immer noch eine Wirkungsverzögerung, bis es auf den Arbeitsmärkten angekommen ist. Wenn es an den Arbeitsmärkten angekommen ist, werden auch die Gewerbemieten aufhören zu wachsen. Im Einzelhandel haben wir das bereits, weil dazu zusätzlich die strukturellen Veränderungen im Einzelhandel kommen. Im Büro haben wir das noch nicht, weil noch der Schub der letzten, sagen wir mal, 3 Jahre an den Büromärkten ankommen. Und dementsprechend hängt die Preisdynamik auf den Büromärkten davon ab, ob wir die Gesamtwirtschaft weltweit am Ende haben, dass wir tatsächlich in eine Stagnation oder sogar eine Rezession schlittern oder nicht. Im Moment haben sich tatsächlich mehr dunkle Wolken am Himmel gezeigt. Das ist der Handelskrieg zwischen USA, China, aber auch USA und Europa. Das ist natürlich die Frage Brexit. Das ist natürlich auch die Schuldenfrage in Südeuropa, die noch nicht abschließend geklärt ist. Und all das kommt bei uns in der Industrie in Deutschland bereits an. Mhm. Die Auftragseingänge gehen zurück, die Einschätzung der Wirtschaft hat sich getrübt. Das kommt alles noch nicht auf den Büromärkten an, weil die Wirkungsverzögerung ist 6 bis 12 Monate. Mhm. Aber wie gesagt, wenn sich das verfestigt, dann wird es irgendwann ankommen und dann werden die Büromieten nicht mehr steigen und dann müsste das auch in den Preisen sich widerspiegeln. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben jetzt gesagt, der Anstieg der Mieten wird nicht mehr so stark sein. Wird er vielleicht auch zurückgehen, dass man zum Beispiel teilweise irgendwie mehr weniger Miete verlangen kann bei einer Bestandswohnung als vorher durch irgendwelche Regulierungsmaßnahmen? Das sind 2 Fragen. Also das erste ist, wird die Nachfrage möglicherweise ökonomisch erodieren können? Ja, wir werden mit Sicherheit einige Märkte erleben, wo auch die im Wohnungssegment die Mieten nicht mehr steigen und sogar zurückgehen können. Mhm. Regulatorisch, da wird der Gesetzgeber noch mehr Anstrengungen unternehmen. Wir haben in Berlin ja geradezu ein Experimentierfeld von mutigen Regulierungen, um Mieten einzufrieren. Das wird auf dem Papier möglicherweise so aussehen. Allerdings können Regulierer sich noch so sehr anstrengen, sie werden nicht die Macht der Ökonomie außer Kraft setzen können. Mhm. Das heißt, wenn es Knappheit gibt, dann werden Immobilienmärkte, wie alle Märkte, versuchen, diese Knappheit auszusteuern. Ja. Wenn der Regulator vorschreibt, das dürft ihr nicht mehr, dann wird der Markt versuchen, andere Hebel zu setzen. Dann gibt es vielleicht mehr Eigentumswohnungen oder es wird mehr möbliert vermietet oder es wird weniger in Instandsetzungen investiert. Also diese sozusagen verdeckten Mietsteigerungen, die werden dadurch nicht außer Kraft gesetzt werden. Dementsprechend, ja, auf dem Papier wäre das möglich, aber solange die Nachfrage da ist, wird die Macht der Ökonomie dem enge Grenzen setzen. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich nicht mehr sehr viel höhere Mieten sehen werden, zumindest nicht in dieser Fläche, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Okay, jetzt sehe ich noch ein weiteres Risiko gerade. Es gibt Metropolregionen. Und es gibt auch Städte, die ein bisschen weiter weg sind von den Metropolregionen, die aber auch ziemlich groß sind.
Und wenn die Metropolregion ausgeschöpft ist von den Investments her und es gibt keine guten Deals mehr, dann gehen viele große Investoren raus und kaufen dort. Und das ist meiner Meinung nach ein ungesunder Preisanstieg, weil der Preis geht hoch, weil die Nachfrage steigt, aber nicht wirtschaftlich begründet. Die Stadt hat ja keinen wirtschaftlichen Boom, keinen Tourismus, nichts, sondern einfach nur eine höhere Investorennachfrage. Und wenn man da jetzt mitzieht als Kleinanleger, dann ist man da schon in einem Risiko drin, dass man da in so einem steigenden Markt investiert, der aber eigentlich gar keinen Hintergrund hat. Was sagen Sie dazu? Als Kleinanleger hat man immer das Risiko, dass man unterinformiert ist. Nicht? Also als Kleinanleger sollte man sich auf wenige Märkte beschränken, die man wirklich versteht. Das gilt für Kapitalanlagen, es gilt aber auch für Immobilien. Stellen Sie sich vor, Sie sind Bürger in Chemnitz, kennen sich in Chemnitz aus, kennen jede Straße, kennen jeden Ort. Dann können Sie sogar in Chemnitz sehr gute Renditen erzielen, weil Sie die Objekte kennen, Sie kennen möglicherweise den Mieterbesatz, Sie kennen die Geschichte der Stadt, Sie kennen möglicherweise die Politiker und wissen, welche Richtung die gerade denken. Aber diese Erfahrung können Sie nicht einfach auch nur nach Cottbus oder nach Dresden übertragen. Diese Erfahrung können Sie noch weniger natürlich in andere Städte übertragen. Dasselbe gilt, wenn Sie Frankfurt nehmen, versuchen das Frankfurter Wissen nach Wiesbaden oder Mainz zu übertragen. Geht auch nicht. Selbst nach Offenbach wird schwierig. Ne? Dementsprechend, Kleinanleger haben es immer schwer, weil sie nicht den guten Zugang zu Immobiliendaten haben. Sie haben nicht den guten Zugang zu Expertise, weil sie müssen das ja alle selber haben. Dementsprechend sollten Kleinanleger sehr vorsichtig sein, einer Herde zu folgen. Ich glaube aber nicht, dass es falsch ist, wenn es in der Kernstadt zu teuer wird, nach draußen zu gehen. Das ist ein ganz normales Arbitrage-Phänomen, dass sich die Preise irgendwann ausgleichen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir für eine periphere Lage immer einen Risikozuschlag brauchen im Vergleich zu der Kernstadt. Ja. Weil die Kernstadt wird immer beliebter sein. Das ist nicht vermehrbar. Peripherie lässt sich leichter vermehren. Dementsprechend sollte man hier mal einen Risikozuschlag einkalkulieren. Aber wenn es in der Kernstadt teurer wird und man nicht mehr Objekte findet, dann ist es legitim, dass auch die Peripherie teurer wird, ne? Bis sich das wieder einigermaßen inklusive des Risikozuschlags ausgeglichen hat. Wenn es gleich teuer wird, dann sollte man seine Finger fahren lassen. Okay, aber wenn es in die richtige, selbe Richtung geht, dann ist das völlig normal. Alles klar, dann vielen Dank, Professor Dr. Just, für die tollen Worte. Haben Sie noch irgendwie abschließend was zu ergänzen? Ich glaube tatsächlich, in den nächsten Jahren wird es für Profis, genauso wie Private, wichtiger, sich mit Immobilienmärkten auseinanderzusetzen. Es sind viel mehr Wissende am Markt. Und dementsprechend ist, glaube ich, tatsächlich für die Immobilienwirtschaft wertvoller geworden, Wissen anzusammeln. Sie können lesen, Sie können im Internet recherchieren, Sie können spannende Videos sich anschauen. Ja. Aber natürlich können Sie auch bei der IREPS eine Weiterbildungsveranstaltung buchen. Schauen Sie sich gerne mal an, www.ireps-immobilienakademie.de. Dankeschön. Dankeschön auch und Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.